noch ein paar warme Strümpfe und dann ist alles eingepackt. Die Koffer vom Blotsch ist gestunken voll. Er musste drauf hocken, dass er den Reissverschluss zumachen konnte. Aber wo will er denn auch hin? Der Blotsch hat eine weite Reise vor sich. Nachdem er letztes Jahr im Weihnachtshimmel so fest mitgekrampft hat, hat ihn der Petrus gerade befördert. Er darf jetzt nämlich in den Aussendienst. Der Auftrag ist klar. Der Blotsch soll im Pastoralraum Mittlerer Leberberg, das ist direkt unten am Weissen Stein, ihr Kille ein bisschen helfen. Es gibt ja schliesslich einiges zu tun bis zur Weihnacht. Und die Leute in diesen 5 Pfarreien können im Blotsch seine Hilfe gut brauchen. Wobei, wenn wir hier an letztes Jahr zurückdenken, da ist ja noch das eine oder andere schief gegangen. Aber der Petrus hat fest Vertrauen in den kleinen Engel, dass er sich zusammenreissen kann und dass dann alles gut kommt. Und wenn er es allein nicht arbeiten kann, er immer noch einen Bums, einen Hoppla und einen Schussel rufen, dass sie ihn unterstützen können. Jetzt will der Blotsch aber keine Zeit mehr verlieren. Noch einen Snack für unterwegs und dann fliegt er los. Unterwegs ist ein riesiger Engelsverkehr. Er ist offenbar nicht der Einzige, der in den Aussendienst geschickt wird. Da gibt es Engel, die fliegen bis nach Italien. Teil sogar bis auf Australien. Dort ist es jetzt sicher schön warm. Kurz vor dem Ziel gibt es nochmal ein regelrechtes Verkehrschaos. Das war der Engel Blitz. Der ist wie immer viel zu spät dran und düset nur so am Blotsch vorbei, dass es ihn gerade durchwirbelt. Mit Ach und Krach hebt sich der Blotsch an seinem Koffer fest, weil bei einem Haar wäre er ihm aus der Hand gefallen. Aber jetzt kann er noch die letzte Strecke in Angriff nehmen. Als der Blotsch ankommt, wartet schon der Vicky auf ihn. Der Vicky ist so ein richtiger Besserwisser unter den Engeln. Der weiss gern auf alles eine Antwort. Er ist eben schon vorausgegangen, um ein bisschen auszukundschaften. Ein Pastoralraum ist etwas Kompliziertes, plagiert er dem Blotsch vor. Weisst, es gibt ja fast in jedem Dorf eine Kirche. Und damit der Pfarrer nicht so einen riesen Stress hat, die alle zusammenarbeiten. Und darum gehört zu deinem neuen Aufgabengebiet ganz Bauch und Längendorf und Lommiswil und Oberdorf und auch Selzen dazu. Hui, das tönt nach ganz viel Arbeit, denkt sich der Blotsch. Aber er ist auch schon ganz gewungerig auf die Leute, die er antrifft und was er dann alles so erlebt. Der Blotsch richtet sein Zimmerli in Engelwege im Kirchenturm ein und sobald er seinen Kopf aufs weiche Küssi legt, schläft er auch schon ein. Die Reise war doch noch anstrengend. Ab morgen berichten wir dann jeden Mittag, was der Blotsch so erlebt hat. Und wenn ihr ab und zu in unseren Kirchen vorbeischaut, entdeckt er vielleicht Spuren, die er hinterlassen hat. Manchmal gibt es auch Sachen, die ihr mitmachen könnt. Auch wenn ihr von einem anderen Dorf kommt. Und außerdem freut sich der Blotsch über eure Zeichnungen und Nachrichten. Also, bis morgen!